Grüezi, wie kann ich behilflich sein? Im Auftrag von Fräulein Frieda Borel, 10'000 große Noten vom Kontokorrent. Hat er die Vollmacht dabei? Die Kontonummer ist 58 0024. Normalerweise kennt man mich da einfach vom Kontokorrent. Es tut mir leid, aber ich brauche eine Vollmacht, die auf ihren Namen lautet. Der ist in der Frau, wo? Und von der Frau Borel unterzeichnet ist. Also, auch nicht mehr. Das ist kein Problem. Vergesst einfach euren eigenen Ausweis nicht, Frau Fradwo. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Ja, einen schönen Tag. Alle miteinander. Sind die mal angeschaut, sie kommen mal zu Abend. Jesus Gott. Es ist nicht immer so krass. Aber generell haben wir wahrscheinlich schon ein anderes Ordnungssystem. System, sagt man dem? Sie sind doch vom Sozialamt, oder? Ich? Nein, nein. Ich bin Ida. Frieda, deine Großtante hat mich eingeladen, aber jetzt ist sie nicht daheim. Was? Immer noch nicht? Das macht mir dann echt langsam Sorgen. Ist das ein spezielles Kleid, das du da hast? Woher hast du das? Dann komm mal hin, willst du einen Kaffee? Gerne. Warum lässt sie dich denn ein, wenn sie eh weiss, dass sie gerne dumm ist? Doch ist dir nicht passiert. Wo hast du denn auch meine Adresse? Der Frieda. Ich kenne ja sonst niemand in St. Gallen. Dann fährst du einfach wieder heim? Ah ja, nicht. Bah, bist du auf der Kurve? Kurve? Wo ne? Ausbunkert aus dem Knast? Jesus, nein, wo denkst du hin? Das heisst ja, irgendwie schon, ich habe mich rausgemogelt aus der psychiatrischen. Was hast du denn? Depression, oder? Billig genug. Oh. Bleibst du einfach zuerst mal da, bis Frieda wieder zurück ist? Da? Deine? Unmöglich. Sorry, also etwas anderes kann er nicht bieten. Und wo die Tür ist, weiss ich ja. Willst du mir noch mal überlegen?
Martin immer so viel. Ich hasse das, schwer tönt wie Frieda. Das Gefühl, ich sei Frieda. Sorry, ich will beleidigen. Ich weiß ja nicht, wie du zu ihr stehst, aber ich und Frieda, sie ist meine Großmutter. Was? So ein Seich? Also wenn die nicht noch immer Jungfrau ist, dann frisst sich ein besser. Frieda war auch mal jung. Das weiss noch niemand. Sie hat ein Kind gehabt, so Uneheliches. Stell dir mal vor, damals, die Schande. Man hat sie dann in einer Klinik in Belgien versteckt und das Kind zur Adoption freigegeben. Ich bin jetzt eben die Tochter von dem Kind. Ihre Enkelin. Oh. Sind sie mir verwandt? Cousine oder Cousine oder so? Hey, komm jetzt, check es. Weil sie selber so eine scheisse Geschichte hinter sich hat, Mann. Ich war mega auf mich rumgehackt kürzlich. Weil der Marvin keinen Vater hat. Ja, darum brüllt er doch so zur Nacht. Vater ist das Wichtigste für ein Kind. Das Thema Vater kannst du gerade streichen, okay? Die Junge. Kinder in die Welt setzen und dann keine Verantwortung übernehmen. Mein Vater wäre auch lieber Tochter geblieben, aber der ist angestanden. Er hat die Firma übernommen und an die Familie gedacht. Kommt mir nicht rein, wenn jeder nur noch mich was er will. Sag mal, spinnst du? Sicher lebe ich das Leben, das ich will. Schau mal die Frieda an, Mensch, ich will so enden wie die. Alles verbittert Zwiebel, wo immer noch nur futtert. Gut, es ist nicht einfach gegangen. Warte, das war nicht autoritär und so. Dann alles stutzen und auch nicht danken. Was ist heute für ein Tag? Nein. Es ist wie Sport. Kannst du Marvin heute? Ich habe ein Jobgespräch. Nur eine Stunde. Es ist mega easy im Fall. Fuck, die Adresse! Mama, ich glaube, es lange gerade noch. Du gehst aber nicht etwa in dem Aufzug. Ich glaube, das muss ein Genschaden sein. Oh, hey, Ina! Jetzt, wo wir sozusagen in der WG sind. Kann doch gerne noch posten. Ciao. Verbittert sie. Wird noch jung, die Mutter. Noch viel Lehre. Grüezi, Roman. Das ist Frieda Borel. Fräulein Borel! Endlich. Endlich können wir wie zwei erwachsene Menschen miteinander reden. Sie sind nicht das Fräulein Borel. Nein, nein. Warten Sie! Meinen Sie, ich lasse mir zweites Mal hineinlegen? Das Zeug ist über 1 Million wert. Das ist aber nicht euer Ernst, oder? Sind wir eine Bauunternehmung oder ein Brockenhaus? Seid einer, der mit Mafia-Methoden droht? Das ist ein Originalliter von Luigi Fregno. Ganz sicher. Am Kunstmarkt bringt er mindestens 100.000. Der Hure Cink hat doch keine Ahnung vom Malen. Da weiss man nicht, was oben und unten ist. Sei doch so gut und tue die Einrichtung für sein Casino schon mal mit. Oh! Georg Borel Junior. Was meinst du, warum hat es hier keine Leute? Weil du meinst, ich könnte euren Anteil mit dem Rampf von deiner Tante zahlen. Aber zum Bauen braucht es Baumaterial. Steht mal hier rein. Mit den Schuhen? Steht hier rein. Musik in meinen Ohren.
sagt man nicht Mafia-Methode, Eva, dem sagt man Seebestattung. Und die findet in genau 5 Tagen statt, wenn bis dann die 8 Kisten nicht auf dem Konto sind.